Jo, schönen guten Tag und willkommen zurück hier am Strand von Martinez, der Ära ist wieder da. Wir spielen Disco Elysium und ja, wir erforschen gerade den Strand, wo es tatsächlich immer noch viele Dinge zu entdecken gibt. Was ist das denn? Am roten Wasser blickt mich meine Spiegelung an. Ich muss erst mal schauen, wie wir das jetzt hier, wie wir das jetzt gut hinkriegen hier. Weil da hinten ist die Kirche, da würde ich gerne rein. Problem an der Kirche ist, ich komme da nicht rein. Also dafür bin ich einfach zu schwach. Wir gucken mal, was hier noch so los ist. Voller Löcher könnten Fehler und Schätze bergen. Wirf einen Blick hinein. Oh, wir haben einen Patentlösner bekommen. Und Geld. Ja. Hier gibt es ja tolle Sachen. Oben gibt es auch noch Magnete. Ja, Geld brauchen wir. Geld nehme ich alles mit. Mann, Mann, Mann. Wobei, ich kann ja jetzt umsonst schlafen. Das ist natürlich auch ganz cool. Oh, es wird automatisch gespeichert, weil ich da Geld weggenommen habe. Macht mir ein bisschen Angst. Jetzt geht das wieder los. Jetzt kann ich das wieder nicht lesen. Dann gehen wir erstmal hier nach Norden. Was haben wir hier? Ausdauer, du siehst die Möwe da oben, erinnert dich, sieht dich an jemanden. An Kim? Was? An Kim? Nein, an dich sollte sie dich erinnern. An dich? Du und die Möwe seid euch ganz ähnlich. Warum bin ich wie eine Möwe? Ruf dir die Geschichte der Möwe ins Gedächtnis. Sie handelt von Ausdauer und Anpassung. Einst war die Küste ein Paradies. Die Möwe waren die Vögel dieses Paradieses. Dann hat sie ihre Paradies in eine Scheißstadt verwandelt. Und was haben sie gemacht? Sie sind zu urbanen Überlebenskünstlern geworden. Sie fressen Bürger, die sie in den Mülltonnen finden. Sie töten und fressen Tauben. Schluss mit diesem sentimentalen Quatsch. Sie sind knallharte Geschäftemacher, die ihre Sache durchziehen. Nur eine Trainingshosenbreite trennt sie von Gangstern, so wie dich. Überlebung wie ein Preis. Aber so bin ich nicht. In mir steckt noch Romantik, jawohl. Klar, in deinem Innern, aber die Welt da draußen ist hart. Du musst alles tun, um zu überleben und das tust du auch. Die Frage ist, gestehst du das ein? Das werde ich nicht. Nein. Ich will nicht. Nee, so ein knallharter Harry, Dirty Harry möchte ich bitte nicht sein. Ich bin nicht Dirty Harry. Da ist jemand, okay. Das muss viel Geduld erfordert haben. Zelteingang. Das Zelt ist nur eine Plane, die einen Haufen Zeug abdeckt. Der Zelteingang ist offen. Im Innern hören drei junge Männer, alle in angesagter Kleidung, die an den Aufkleber und im vorherigen Schloss erinnert, eine neue Art von Musik, so etwas hast du noch nie gehört. Einer von ihnen sieht dich an. Los, komm rein und mach hinter dir zu, es zieht. Los, rein da. Tut mir leid, mit seinem Daumen zeigt er auf den Leuten an. Hier ist gerade mal Platz für einen. Machen Sie das, ich bin zu alt dafür. Okay, Party. Ich bin ich nicht, ich habe nur etwas gegen jugendliche Straftäter. Sie werden sich sicher wie zu Hause fühlen. Ich halte Ausschau. Er bedeutet dir, dich hineinzuzwängen. Oh krass, wir sind im Zelt. Partyzelt! Uft, 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 uft. Geil. Partyzelt! Riecht nach Schweißwaschmittel und einem Hauch von Äther. Ein Haufen Nasensprays. Nosa Fett Ultra. Oh nein, ich wollte doch nicht wieder rausgehen. Also ein Mist. Oh nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich habe gedacht, da ist noch drunter unter der Fußmatte. Ich brauche Geld, Freunde. Und wieder rein. Mäp, 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 mäp.
So, was bist denn du? Lautsprecher von der großen Sorte, die bei Konzerten zum Einsatz kommt. Kanister, die mit Wasser gefüllt zu sein scheinen. Auf der Ecke steht destilliert. Tja, reden wir mal, mit welchem Delinquenten wollen wir denn zuerst reden? Mit ihm da. André, ja, du siehst einen jungen Mann, der sich die Haarspitzen mit einer Zahnbürste bleicht. Er legt die Zahnbürste ab und steckt seine Hand zum Gruß aus. Hallo, ich bin André, freut mich, dich kennenzulernen. Ich schüttel ihm die Hand. Sein Händedruck ist fest, schweißig und warm. Er versucht, Vertrauen auszustrahlen. Das ist meine Posse, Neut. Hä? Der junge Mann mit Ohrringen beäugt dich misstrauisch. Neut. Okay. Und Eierkopf. Ei, ruft er aus dem Tonbandgerät über seinem Kopf dröhnt. Weiterhin eigenartige Musik. Gemeinsam mit Aselle Berger, die gerade da draußen an einem verdammt progressiven Sound herum experimentiert, bezeichnen wir uns gerne als Organisatoren von Musikveranstaltungen. Warum habt ihr schon, wie viel haben sie denn schon gemacht? Einiges im Kommen, Officer. Warum seid ihr hier? Nun, wir haben ganz Jamrock Nord nach Immobilien abgesucht, um einen neuen Veranstaltungsort aufzubauen. Und nach Talenten. Ja, vielen Dank, Eierkopf. Und obwohl es in Jamrock an rohen Talenten nur so wimmelt, hatten wir dort überhaupt kein Glück in Sachen Immobilien. Das ist ein richtiges Drecksloch. Ich bitte wegen des losen Mundwerts meines Freundes Neut um Verzeihung. Ich weiß, dass man so nicht mit einem Polizisten redet. Der hat es nicht so mit Autorität. Das ist nicht nötig. Das ist ja wirklich nicht schlimm. Was mich zum Problem mit der Besetzung kirchlichen Eigentums bringt, dass die Küste ein Tummelplatz von Lasterhaftigkeit und Narkomanie ist, ist dir sicher nicht entgangen. Was redest du denn da? Ich rede von der Kirche und das ist keine Übertreibung. Selbst eine geistige Zufluchtsstätte kann ein Magnet für alle Arten von Junkies und Kiffern sein, wenn sich niemand darum kümmert. Junkies! Kiffer! Er spuckt wütend auf die Schraube, fängt dann an, sie zu säubern. Das sind so Straight Edger oder was? Nun, traurigerweise ist genau das eingetroffen. Das ist deshalb so traurig, weil wir kurz davor standen, Martinez mit einem der abgefahrenen Tanzclubs in ganz Jamrock, Quatsch, in ganz Ravachol bekannt zu machen. Quatsch, weltweit! Und das ist noch trauriger, weil die Junkies und Kiffer, die sich dort eingenistet haben, zu den schlimmsten ihrer Art gehören. Er lehnt sich etwas zurück und sieht dich mit einem anhaltend ernst wirkenden Blick an, damit du dir ausmalen kannst, wie böse die Junkies und Kiffer wirklich sind. Gut, das schreit nach einer Meinung. Darin bist du Experte. Und welche Art soll das sein? Die schaurige Art. Was meinst du mit schaurig? Am besten sieh dir das selbst an, Officer. Ich weiß nur, dass ihre Schaurigkeit uns davon abhält, die Kirche in ein Gemeinschaftszentrum zu verwandeln, in eine geistige Zufluchtsstätte. Außerdem wird dort im Moment weder geheizt noch geputzt, der Scheiß fällt bald zusammen. Die Leute wollen doch nur Tonbänder auflegen, ohne sich in die Hose machen zu müssen. Da drin sind die Sinuse schlecht. Da kann doch keiner tanzen. Vielen Dank, Eierkopf. Er wendet sich an dich. Du kümmerst dich also drum, ja? Es soll auf jeden Fall eine Angelegenheit für die Polizei sein, sie da rauszubekommen. Was auch immer dort Schauriges treiben, die Ekklesiasten hatten für ihr Eigentum sicher etwas anderes im Sinn. Ich entscheide später. Ich hätte vorerst noch ein paar Fragen. Hast du das Vorhängeschloss an die Tür gehangen? Ja, ich habe Neut gebeten, etwas zu unternehmen, damit da nicht noch mehr Herumtreiber reinlaufen. Es ist eine temporäre Lösung, nur um die Situation in den Griff zu bekommen. Ich musste mich beeilen, es ist nicht perfekt, aber fürs Erste soll es genügen. Ich brauche den Schlüssel. Ja, sehr gut. Nur wenn er verspricht, den Schauergestalten in der Kirche auf den Grund zu gehen. Okay. Officer, es tut mir leid, Neut versteht nicht immer, was für Freude es bereitet, großzügig zu sein. Ich glaube, das hat was mit seiner Kindheit zu tun. Verdammt, nimm ihn schon. Willst du nicht endlich sehen, was da drin ist? Hallo, es gibt mir einfach den Schlüssel. Genial, er klatscht in die Hände. Neut der Schlüssel. Na schön, der Speedfreak steckt die Hand in die Gürteltasche und holt einen gelben Schlüssel hervor. Mit einer plötzlich cool anmutenden Bewegung wirft er ihn in deine Richtung. Reaktionsvermögen. Ich probier's einfach. Du bist der coole Bulle. Fängst den Schlüssel. Nein! Zeit scheint stehen geblieben zu sein. Du glaubst zu spüren, wie der Schlüssel durch die Luft fliegt. Ja, das würde ich cool. Hältst die Hand hoch vor dein Gesicht. Oh, er haut mir ins Gesicht. Direkt ins Auge. Sehwerkzeug. Oh Gott. Autsch, du verdammtes Arscher. Spinnst du? Es ist nicht, dass ich jetzt Schmerzen habe. Mann, es tut mir echt leid. Das war meine Schuld. Ich war etwas zu aufgedreht. Wenn ich so viel Kraft reinstecken soll, tut mir leid. Tut mir leid. Du hättest fast einen Augenmord begangen. Das war tödliche Gewalt. Es tut mir wirklich leid, Mann. Hier, nimm das. Schwarzes Stück Papier aus seiner Gürteltasche. Wow. Das scheint richtig viel zu sein.
will kein Geld aus Mitleid. Der Schlüssel. Okay. Ja, so weit sind wir noch nicht. Er wiegt sich unbehaglich hin und her. Das Missgeschick tut ihm immer noch leid. Wir hatten uns unterhalten über das Vorhängeschloss. Wie lange sind die Leute dort schon eingesperrt? Nicht lange, vielleicht eine Woche. Ach du Scheiße. Wie bist du sicher, dass er nicht? Ich bin mir total sicher, dass sie am Leben sind. Wirklich, ich bin mir zumindest 90%, vielleicht 85% sicher, dass sie noch am Leben sind. Die haben die eingeschlossen. Irgendwann in einer frevelhaften Vergangenheit, die dich hergeführt hat, gab es etwas, das man Prüfung nennt. Für die hast du den Begriff fahrlässige Tötung gelernt. André, weißt du, was fahrlässige Tötung heißt? Ja, weiß ich. Ich höre auf Kanal 8. Mit Verbrechen kenne ich mich aus, Officer. Ich versichere dir, dass es hier nicht der Fall ist. Ich bin mir zumindest 80% sicher, dass wir am Leben sind. Komm schon, die meisten Leute sind in ihrem ganzen Leben nicht so lebendig. Okay. Ich verstehe, was du sagen willst. Ich verstehe es einfach mal. Dachte ich mir schon. Du bist halt ein kluger Bulle. Ich komme schon klar. So, wie war das mit dem Vorhängeschloss? Er nickt aufmerksam über alle anderen Fragen. Wer genau sind die Leute in der Küche? Ich weiß nicht so genau. Gilt für uns alle. Ich weiß nicht mal, wie viele es sind. Wir haben nur ein paar Blicke erhascht. Habt ihr sie nicht einmal gesehen und wollt die Polizei einschalten? Naja, das sind auch noch die Maschinen. Diese Maschinen sind von äußerst mystischen Sorte. Was für Maschinen? Als ich mich da im Februar zum ersten Mal umgesehen habe, war die Kirche verlassen, leer. Es hat etwas gedauert, bis die Crew zusammen hatte. Vor etwa 2 Wochen kamen wir dann her, um die Sachen aufzubauen. Und plötzlich waren dort überall diese seltsamen Maschinen. Von einer davon laufen sogar Kabel zu Wasserschüsseln. Kabel ins Wasser, sowas habe ich noch nie gesehen. Andere erzählen von dem Gefühl. Ja, es hat sich angefühlt, als ob uns dort etwas Gesellschaft leistet. Oh Gott, und das im Dunkel beobachtet. Nein, das andere. Ich bin nicht so ein Gefühlsmensch wie du, Ei. Ich habe Stille gespürt, eine grauenvolle Stille. Aber ihr habt niemanden gesehen? Nein, nicht wirklich. Wir haben nur jemanden rein und rausgehen sehen, von dem wir glauben, dass es eine Frau ist. Ein paar Mal, und wir haben jemanden oder etwas gespürt und das uns im Inneren beobachtet hat. Aber das war alles. Erzählen wir was über die Maschinen. Darüber sollst du mit Neut reden. Ich empfange von denen deutliche Kiffer- und Junkie-Sinus. Wahrscheinlich sind sie auch mit einem Snuff-Sender verbunden. Sehr wahrscheinlich. Was war dieses Etwas, das ich beobachtet habe? Als ob man nicht allein ist, weißt du? Es war nicht wirklich menschlich, wenn du weißt, was ich meine. Nicht menschlich meint er, ein Geist. Hast du eine Idee, was er meinen könnte? So ist eine dunkle Gestalt, die verkehrt herum an der Decke entlang kroch, wie ein Krabbenmann. Gott! Ja, du weißt schon. Wie eine Krabbe. Okay, der andere fliegt nebenbei. Er hat eine Seele nachgestellt, wie eine Lauerjäger. Was? Seltsam! Krabben leben gewöhnlich im Meer und sie sind nicht dafür bekannt, an Wänden herumzuklettern. Lauerjäger, ich nicke Krabbenmann. Krabbenmann! Ja, total. Ich meine, persönlich habe ich ihn nicht gesehen. Erzähle war zu dem Zeitpunkt allein, aber ich glaube ihr. Wenn sie rausgelaufen kommt und sagt, es ist eine Krabbe drin, dann ist da eine Krabbe drin. Du solltest sie danach fragen, aber sei nett, sag nicht, dass du nicht an die Krabbe glaubst. Wahrscheinlich gibt es keinen Krabbenmann. Lass dich nicht in diesen Quatsch reinziehen. Wie kannst du sicher sein, dass es Kiffer und Junkies sind, wenn du sie nicht gesehen hast? Ja, ehrlich gesagt kann ich nicht sicher sein, aber ich bin es trotzdem. Das ist ein Totalarmer Versuch, dir auszuweichen. Wow, du kannst sicher das... Aber du bist es. Ich sollte dein rhetorisches Arsenal um Schwachsinn ergänzen. So sieht das aus. Hey, ich bin mir zu 70% sicher, dass die Leute mit Drogenproblemen sind. Ja. Lass dich von der Technologie nicht in die Irre führen. Als er Technologie sagt, macht er ein Anführungszeichen Gebärde. Was glaubst du, wo Drogen herkommen? Du hast gesagt, dass Ekklesiasten die Kirche besitzen. Wer sind die Ekklesiasten? Das ist ein meteorischer Name für den Bund der Gründer. Ich dachte, das klingt ziemlich cool. Wenn du nicht weißt, was der Bund der Gründer ist, dann ließe sich das sicher mit etwas Demagogie verschleiern. Mhm. Na, André, dann verrate mir doch mal bitte, was der Bund der Gründer genau ist. Genau genommen habe ich nie darüber schlau gemacht. Ich kann dir keine genaue Definition geben. Allerdings handelt es sich um eine äußerst mächtige religiöse Organisation. Und? Und sie sind in der Massengesellschaft der Antike verwurzelt. Er macht eine Pause. Und sie sind die Verwalter der perikarnassischen Kirche. Außerdem salben sie die Schuldreihen. Sie haben das System der Schuldreinheit gewissermaßen erfunden, nicht wahr? Das klingt genau nach der Art von Leuten, die eben gern laute Dancemusik in ihrer Kirche hätten. Ja, ganz genau, sagt er, ohne den geringsten Hauch von Ironie. In der perikarnassischen Kirche geht es um Liebe. Anodische Musik ist Liebe. Ich empfinde Liebe für meine perikarnassische Posse.
Liebe ist der Staffellauf aus dem Tod. Wir tanzen. Er steuerte das Tonbandgerät heftig hin und her, als ob er es kaputt machen wollte. Liebe ist Hardcore. Einigkeit! Einigkeit! Macht etwas Lärm für meine insulindische Posse. Er dreht auf die Lautstärke auf und blickt dich mit einem wissenden Nicken an, als ob du jede Sekunde im wilden Tanz ausbrechen würdest. Körperparat. Du spürst es. Die Anoden und Kathoden durchströmen deinen Körper. Ein großer C tippt zum Bass, als ob du die Tiefe deines Gewässers überprüfen wolltest. Du hast recht, wir sollten im Untergrund auch nicht begeistert sein. Das ist tatsächlich Liebe. Ja, Dancemusik ist Liebe. Yeah! Das Gelbe vom Ei. Tu es für die Massen, tu es für die Crew. Sein Freund ballt die Faust und hält dabei den Schraubenzieher weiter in der Hand voller Anerkennung. Ich wollte nichts sagen, aber es war schon ziemlich daneben, was etwas anderes zu behaupten. Wie dem auch sei, hast du noch mehr Fragen. Der junge Mann mit dem großen Kopf sieht dich noch immer an. Er nickt im Takt und wartet darauf, dass dein Körper endlich zu tanzen anfängt. Ich wollte dich zu diesem Zelt voller Ausrüstung etwas fragen. Ja, was denn? Hier drin stinkt es nach Schweiß. Ja, wirklich, oder? Habe ich dir doch gesagt, dass wir ein Geruchsproblem haben. Er hebt ein Stück Telefonschnur auf und inspiziert es. Äther rieche ich auch. Warum? Äther? Nö. Vermischt mit einem seltsamen Chemiegeruch wie Waschmittel. Schnuppert und zuckt dann mit den Schultern. Okay. Man muss kein Forensiker sein, um zu raten, dass das mit den Drogen zu tun hat. Sie wirken und verhalten sich wie Leute, die mehr als genug Erfahrung damit haben. Allerdings atmen die Jungs gleichmäßig. Ihre Kiefer bewegen sich nicht und ihre Pupillen sind nicht erweitert. Das haben sie momentan nichts genommen. Zumindest keine Aufputschmittel. Das schließt aber Halluzinogene, Benzos und etwaige Beruhigungsmittel nicht aus. Wer weiß so das alles? Habt euer eigenes Wasser. Ja, ja, es ist gut, welches zu haben. Aber scheiße, zu transportieren. Ich hatte mich bei meinem ersten Erkundungstrip ja etwas umgesehen. Ich glaube, in der Küche gibt es nicht mal fließend Wasser. Und destilliert ist es auch. Ach ja. Die machen Drogen. Das wird an der Tankstelle verkauft. Ja, ja. Mich dünkt, er lügt euch an, mein Fürst. Aber er tut es so gekonnt, dass ihr es nicht nachweisen könnt. Warum habt ihr so viel Nosafett? So viel was? Das Nosafett Ultra, hier liegt jede Menge davon. Ach, das Ultra, wie ein Schauspieler, der hofft, dass der Souffleur ihm mit einem Text auf die Sprünge hilft. Ich habe eine schlimme Nebenhöhlenentzündung. Meine Nase ist zu. Das hat uns alle erwünscht. Unsere Nasen sind total verstopft. Winter, kriegen nicht mal Luft. Ja, für mich klingst du nicht so. Dank Nosafett. Ohne Nosa würde ich jetzt nach Luft röcheln. Nichts geht über Nosafett. Gut, jetzt weiter im Text. Schließen das Thema ab. Vielleicht nicht alles genauso, wie es erzählt wurde. Nimm dir einen Moment Zeit, um die Lage zu analysieren. Logik. Ich kann... Ja. Da passen ein paar Dinge nicht zusammen. Schauen wir uns die mal näher an. Wie wäre es mit kommt mal her, Kinder? Also Kinder, kommt mal her. Der junge Speechfreak legt einen kaputten Kondensator hin und sieht dich an. Der junge Mann mit dem großen Kopf scheint sehr begeistert von dem zu sein, was du gerade vorhast. Er möchte gern Anführer, das bin ich erfreut. Vor einiger Zeit, ich bin mir nicht sicher wo und wie, aber Treuebruch hat eine Rolle gespielt. Wurde ich krank und zu den Schatten, den du jetzt vor dir hast. Aber ich habe einen Grund zur Annahme, dass der vorher ein Detektiv der Polizei war. So machen wir das. Aber bist du doch jetzt auch. Danke für deine netten Worte. Ich war gut genug, um den Rang eines Leutnant Jeff Raiders zu erreichen. Ich hatte sogar vor Captain werden können. Stell dir das mal vor. Was ist passiert? Plötzlich erscheint Eierkopf Ernst. Es hat so unglaublich süß gerochen. Er weiß nicht, was er sagen soll. Ist natürlich schon eine Ewigkeit her. Könnten meinetwegen 1000 Jahre sein, aber ein bisschen Detective steckt noch in mir. Der junge Speedfreak ist still. Du bist nüchtern, ist es dir schwer gefallen? Das hier sieht mir nicht wie ein Club in Spee aus, sondern eher nach einem Zelt voller Laborbedarf. Ja, Herstellung von Drogen. Ich weiß zwar nicht, wie du zu dieser Schlussfolgerung gekommen bist, aber sie ist falsch. Schau mal, wir haben sogar Lautsprecher. Er zeigt auf den Lautsprecher. Einen Lautsprecher, sie haben gerade mal einen Lautsprecher. Wo ist sein Freund? Hat er seinen Freund verloren? Ein anderer Lautsprecher. Ihr habt nur einen. Das ist ein Einzellautsprechersystem. Es ist monodynamisch. Du hast doch nicht die leiseste Ahnung von Klangwiedergabe in der anodischen Musik. Anderer Lautsprecher, dass ich nicht lache.
Vielleicht liegt es an deinem Hirnschaden, aber du hast mit Sicherheit noch nie von Monodynamik oder Einzellautsprechersystemen gehört. Das destillierte Wasser, Fundament eines sauberen Labors. Und allen zellbasierten Lebens. Worauf willst du hinaus, Überbringer des Gesetzes? Das Ganze nur so fett, ja. Er hat doch gesagt, dass es für seine Nase braucht. Was willst du denn noch mehr? Wahrscheinlich Pseudoephedrin, das fast die gleiche Struktur hat wie Ephedrin. Ephedrin macht einen glücklich. Pseudoephedrin auch. Der Äther ist ein vielseitiges Lösungsmittel. Entscheiden Sie sich mal. Es riecht nach Schweiß, jetzt riecht es nach Äther. Er lächelt nervös. Muss nicht noch mehr aufzählen, oder? Nee, echt nicht. Du bist nüchtern. Ist es dir schwer gefallen, für das Treffen nüchtern zu bleiben? Wir brauchen keine Drogen, um hardcore zu sein. Halt die Fresse, Ei. Heute geht es vielleicht auch ohne Ei, aber ich brauche welche, um durch den Tag zu kommen, wenn ihr mich nicht erwartet. Kurz gesagt, ich weiß Bescheid. Und worüber genau? Kurz gesagt, ihr wollt einen Detective benutzen, um ein Drogenlabor aufzubauen. Das, komm schon, das ist doch... gesetzeswidrig? Ich wollte sagen, nicht wahr. Tja, und was machen wir jetzt mit euch? Was meinst du denn damit? In seiner Stimme schwingt Resignation mit. Er ist fast so weit, mit dem Schmierentheater aufzuhören. Dazu müsste man gar nicht mehr so viel Druck machen. Der beste Ansatz wäre hier Gleichgültigkeit. Fang damit an, dass du ihm sagst, dass es gar nichts davon interessiert. Du erzählst mir einfach, was ihr wirklich am Laufen habt, dann sehen wir weiter. Ich kann auch mal ein Auge zudrücken. Das ist mir alles eigentlich ziemlich egal. Ich wollte nur meinen Fall lösen. Macht, was ihr wollt, dann kann ich auch machen, was ich will. Wie jetzt? Echt? Er klingt erleichtert. Ja, ganz echt. Ich will euch aber noch etwas anderes fragen. Du willst mich einfach... Jetzt ist er etwas anderes fragen? Und du kannst mir sagen, was du wirklich mit der Kirche vorhast. Er denkt einen Moment nach, öffnet seinen Mund, spießt ihn dann aber wieder, spießt, nimmt er die Hände hoch. In dieser Stadt haben es Unternehmer momentan einfach so schwer. Es ist ja nicht so, dass wir die Kirche nicht in den krassesten Club in Revachol West verwandeln wollten. Das wollen wir nämlich. Echt? Wir müssen sie einfach zuerst zu einem Speedlabor machen. Aha. Du weißt schon, um uns ein Standbein aufzubauen. Und wofür habt ihr denn mich gebraucht? Wie schon gesagt, da haben sich so schaurige Ortlöcher breit gemacht. Als ich das ganze Zeug hier zusammengetragen habe, vor einem Monat war die Kirche noch leer. Aber jetzt ist es alles schaurig. Die sind gar nicht so schaurig, oder? Doch, Mann, die sind schon krass schaurig. Es ist nur, dass sie wahrscheinlich auch die Polizei rufen würden, wenn wir anfangen würden, da drin Speed zu kochen. Aber das Sinus war auch total daneben. Ich konnte gar keine Liebe spüren. Also, wie geht's jetzt weiter? Es ist soweit, jetzt fällt die Entscheidung. Lass uns sauer bleiben. Lass uns kein Speedlabor aufbauen, sondern nur einen Club. Das finde ich eine gute Idee. Ja. Das Lächeln des jungen Mannes nimmt eine beinahe unmenschliche Breite an. Seine Zähne glänzen im Flutlicht. Ich wusste es. Der mächtige Anführer lässt seinen stachligen Kopf zwischen seine Knie fallen. Jetzt ist es unmöglich. Nein, André, jetzt ist es nur härter. Dieser Hardcore-Bulle ist hier, um uns zu zeigen, was der Fisch kostet. Und der Fisch hat eben immer seinen Preis. Wir wissen alle, dass es nie einen Club für anodische Musik und das Speedlabor gegeben hätte. Jetzt hat er wenigstens eine kleine Chance. Also, sollte es da drin eigentlich nie einen Club geben. Da drin muss ein Club für anodische Musik entstehen. Unbedingt. Alle hassen sich gegenseitig. Alle hassen das Leben hier. Es dreht sich alles nur um Drogen und wir sind Sklaven und ich kann nicht. Uns läuft die Zeit weg. Wir brauchen ein Erfolgserlebnis, André. Er sieht dich an. Ich verspreche, dass es ein Erfolg wird. Wir kochen hier drinnen kein Speed, sondern machen was Sauberes, Ehrliches. Wir haben nüchtern und echt und schön. Das wird ein Sieg des Lichts. Okay, sagen wir einfach, dass es hier Verbrechensverhütung war. Aber ich habe euch im Auge. Okay, wir werden versuchen, es ohne die Drogen durchzuziehen. Er zieht den Kopf wieder dazwischen seinen Knien hervor. Wir werden da drin einen astreinen Club aufziehen, in dem wir dann die abgedrehtesten Tonbänder durchballern. Und sonst nichts. Das schwöre ich bei Gott, okay? Aber jetzt wird alles ganz legal laufen. Das war's fürs Erste. Das ist ja verrückt. Jetzt bin ich ja tatsächlich mal richtig stolz hier auf meinen guten Harry. Das haben wir gut gemacht, denke ich. Also zumindest fühlt es sich gut an. Und jeden Tag eine gute Tat. Das ist viel wert. Das bringt uns in Fahrt. So. Freunde, jeden Tag eine gute Tat heißt auch, an der Stelle ist für mich auch wieder Schluss. Ich guck mal, was ich hier noch finde. Wahrscheinlich anmutende Zeichen, Gefahr hat kleinen menschlich ähnlichen Darstellungen.
dass jemand das zweites Zuhause, so wie deins. Was ist das hier? Eternitplatte steckt im Schnee. Zwei Stäbe halten sie aufrecht. Sie halten sie gerade noch so, sie könnte jeden Moment umfallen. Da reicht vielleicht schon eine stärkere Windböe. Was ist das? Das sieht wie eine behelfsmäßige Brücke aus. Könnte nützlich sein. Ich stoße das mal um. Ja, wusch! Eine kleine Abkürzung, denke ich. Das ist ganz cool. Oh, da ist Geld. So. Gut, an der Stelle mache ich erstmal Schluss. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Ära.